Und damit willkommen zu meinem ersten Blind-Projekt. Wie man unschwer erkennen konnte, handelt es sich um Mafia 3. Was im Jahre 2016 erschienen ist, glaube ich. Meine ich. Das ist auch das einzige Mafia, was so an mir vorbeigegangen ist. Mafia 1 habe ich gespielt. Mafia 2 habe ich intensiv gespielt. Und ich starte mal ein neues Spiel. Und wir machen es auf Mitte und niedrig. Und Mafia 3 ist einfach so an mir vorbeigegangen. Aber ich bin mal gespannt, wie es so wird. Ich hoffe, es wird so gut wie der zweite Teil, aber mal gucken. Weil laut Testberichte soll der Teil ja nicht so gut sein. Entschuldigung, aber wir gucken einfach mal. Da ich jetzt eh mit Halo fertig bin, kann ich auch mal Mafia anfangen. Fable wollte ich eh noch nebenbei spielen, irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Und dann wollte ich noch eins anfangen und noch so viele Spiele anfangen, aber so viel Zeit habe ich nicht. Mafia 3 spielt in der effektiven Version des US-Staats, blablabla. Lest einfach selbst, ist zu schnell für mich. Moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat. Ich hatte ihn unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Besuchen Sie das historische French Ward. Entdecken Sie die einheimische Küche in einem unserer 5-Sterne-Restaurants. Es genügte ihm nicht, sie zu töten. Lincoln Clay ging es darum, ein Zeichen zu setzen. Oder lassen Sie einen Nachmittag lang die Seele in der unverfälschten Natur am Ufer baumeln. Simon Kano hatte nicht den geringsten Schimmer, was für eine Lawine er da lostreten würde. New Bordeaux. Spaß ohne Risiko für die ganze Familie. Das ideale Ziel für ihren nächsten Urlaub. Diese Stadt hat den Krieg von 1812, den Bürgerkrieg und Gott weiß wie viele Hurricanes überstanden. Aber Lincoln Clays Feldzug gegen die Mafia richtete größere Verwüstungen an als alle Kriege und Naturkatastrophen miteinander. Mafia 3. Und so beginnt es. Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa 2 Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Waisenhaus bis etwa 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. 2 Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an. Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz.
Der erinnert mich irgendwie total an Morgan Freeman. Ich weiß auch nicht wieso. Aber auf jeden Fall New Bordeaux, LA. Das Datum habe ich jetzt übersehen. Was machen wir jetzt gerade hier? Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Ja, dann, wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ach, sieht schon mal anders aus als in Mafia 2. Die Schlüssel liegen nebenan. Warum das Risiko? Besorge dir die Schlüssel. Aktuelles Ziel hier lang? Ah, okay. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen. Was ist denn hier passiert? Kann ich dir das abnehmen, die Maske? Ja, das war. Ich wollte ihm die Maske abnehmen. Okay. Ja, egal, ne? Jetzt ist auch zu spät. Jetzt ist zu spät. Steig in den Panzerwagen. Okay, dann mache ich das mal. So, dann hauen wir mal hier ab. Los, du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Na los, verziehen wir uns von hier. Na, verziehen wir uns von hier. Sehe ich genauso. Steuerung ist noch ein bisschen merkwürdig, aber ich komme damit klar. Kann ich irgendwie rauszoomen? Geht der Motor? Ah, der Motor geht, okay. Kann ich nicht rauszoomen? Okay. Schon viel besser. So, dann fahren wir mal hier lang. Vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Das ist. Ah, das ist der Knopf fürs Radio. Okay. Mein alter Herr wollte, dass wir einen der Wächter am Leben lassen, um das FBI von uns abzulenken. Hast du es doch selbst gesagt. Wir müssen einen kurzen Cut machen, Nase putzen. Entschuldigung. So, Nase ist geputzt. Ausgehustet habe ich mich jetzt auch. Meine Erfahrung aus Namen sagt, dann geht's mal weiter. Wenn du einmal die Seiten wechselst, tust du es auch ein zweites Mal. Scheiß drauf, wie du dabei hintergehst. Oh, die Steuerung ist aber sehr schwammig hier, wie in Mafia 2. Was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Sehr schwierige Autosteuerung. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren. Ist ein bisschen leise, weil die reden ja noch so viel. Ach, Giorgio Marcano zahlt Steuern. Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und kriege ich jetzt eine Antwort oder was? Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff, da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie ein Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beiden mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Ach, keine Lust zu warten. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben. Ja, hup weiter. Sowas. Ich meine, ist mir jetzt zu dumm, hier zu stehen und zu warten. Das ist nicht ihre Schuld. Das machen wir nicht. Da drüben. Das war die Hölle. Also. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Ich muss durch, keine Zeit. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Bin ich falsch gefahren? Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Ja, ich kann auch hier lang, oder nicht? Mensch. Ja, siehst du, sag ich ja. Boah, die Steuerung ist echt nicht gut. Ach, die ist echt nicht toll. Boah, ist echt bescheiden. Sehr bescheiden, die Steuerung. Na, mal gucken, mal, was da geht. Anderes Radiosender vielleicht. Aber die Musik hat sich mal verbessert. Also, ich meine, die Musik war nicht schlecht in Teil 2, aber es sind so Klassiker jetzt hier drin in dem Spiel. Ich meine, ich hoffe, ich kriege keinen Copyright Strike, aber ich rede einfach drüber, dann geht das schon. Ich mache jetzt mal einen anderen Radiosender an. Außerdem habe ich den Radiosender eh leise gemacht, dann hört man nicht so viel. So, nach 900 Metern sind wir da, wo auch immer wir hin müssen. Ach, Federal Reserve. Ja, irgendwas mit dem Geld machen wir, glaube ich. Bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, ich kenne das Spiel auch gar nicht.
Ich bin schon richtig Lust drauf. Immer diese roten Ampeln. Ja, wenn die jetzt... Oh, irgendwie... Oh, ich dachte, ich hätte einen Blackscreen. Ne. Es hang nur kurz. Jetzt bin ich auch vollgepackt. Schiebe ich die einfach nach vorne?